Unterwegs an der Mosel zwischen Trier und Koblenz im frühen Herbst. Manchmal liegen am Morgen geheimnisvolle Nebelschwaden über dem Fluss, doch dann setzt sich in aller Regel die Sonne durch und gibt mit ihren Strahlen den Trauben die letzte Süße, bevor diese geerntet werden. Hier an der Mosel wird seit der Römerzeit Wein angebaut. Dies prägt die Landschaft mit ihren Steilhängen und von Menschenhand angelegten Terrassen. So findet man hier das größte Steillagen-Weinanbaugebiet der Welt und nirgendwo sonst sind die Hänge so steil. Der Riesling bildet zwar den Schwerpunkt, doch werden etliche andere Rebsorten angebaut. Entdecken kann man diese einmalige Landschaft zu Fuß, mit dem Rad, dem Schiff oder einfach mit dem Auto. Dabei lohnt es sich, auch das Umland zu erkunden. Die Stationen meines Urlaubs waren enorm vielfältig und so hoffe ich, dass gegebenenfalls auch für euch die ein oder andere Anregung dabei ist. Falls ja, könnt ihr in den kommenden Videos, in denen ich näher auf die einzelnen Orte eingehen werde, genauere Informationen erhalten.